wir. Wir sind vorhin in Rosenheim. Wiesn-Check-up machen wir. Weil wir müssen alles klar machen. Weil nächste Woche machen wir Redaktionssitzung außen. Schauen wir mal, wie das Bier schmeckt, die Händeln. Leider haben wir noch keine Marke dabei, aber das wird ja nächste Woche dann anders sein. Ja, das weiß nicht, die Katrin organisieren hat gesagt. Ja. Da freuen wir uns ja schon recht drauf. Also dann. Weil die Verkäuferinnen haben eher Zugriff auf Markalsponsoren. Ja, wir ja nicht. Wir müssen uns selber zahlen aus der Kaffeekasse. Ja. Danke, Gerhard. Danke, Gerhard. Und jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber wir gehen jetzt doch Richtung Wiesn. Wenn wir jetzt einen Parkplatz gefunden, der wo gratis ist. Ja, das täte man gerade 2 Stunden bleiben darf von jedem Mittelzeug. 2 Euro. 2, 3, 4 Euro. Ja. Gehen wir lieber ein bisschen. Ja. Vor allem, wenn wir zurückgehen, sind wir wieder nicht, wenn wir beim Auto sind. Das ist praktisch. Ja. Also dann. Ja. Also. Anhand der aufgestellten Glaspoller haben wir gesehen, jetzt sind wir bald da. Und dahinter ist das Flötzinger. Ich hätte ja gar nicht geglaubt, dass wir da halt noch hinfinden. Ich habe ja gesagt, da finden wir hin. Aber der Herbi hat wieder mal recht gehabt. Wir sind und jemand sind jetzt gerade auf der Wiesn heraus. Wir haben jetzt ein Händel rein und eine halbe. Ganze. Ein Händel und ein halbes. So, Flötzinger. Schauen wir mal Platzerl noch. Platzerl. Vorher ein Maß trinken. So, Willenborgs Riesenrad. Wir trauen uns.
Woche ist Arbeit gegangen. Aber ganz gut. Ja, nicht schlecht. Ja, mit also so als gleiche wie bei letztes Jahr in der Wiesn waren, wo der Kot so kugelt ist. Ja. Also mit zwei, drei Masken ist lustiger. Mit einer Maske geht es ohne Umkugeln. Ja. Also top. Hast du eins gefunden? Ja. Welches? Das da. Den Roman? Ja, wen sonst? Was hat es denn gekostet? 2 Euro gerade. Das geht. Ja.